Und schon sind wir wieder auf dem Weg zu unserem Händler. Mal schauen, was Jen uns für eine Mission gibt. Tag 5, kurz nach Mittagessen oder nach Mittagsschlaf. Mal schauen, was sie für uns hat. Und damit ein herzliches Hallo und ich hoffe, wir haben wieder eine spannende Folge. Und vor allen Dingen eine, die wir überleben. Ich bin durchaus gewillt, am Leben zu bleiben. So. Tür zu. So, Jen, dann sag uns mal bitte, was du für uns hast. Ah. Guten Tag. Noch aus dem Automaten. Letzter Trümmerer. The name's Jenny, but you can call me Dr. Jen. Okay, Dr. Jen. Wir schauen gleich mal, was du so Tolles hast. Ballonmütze, Gesichtspiercing. Braucht kein Mensch. Das braucht man nicht. Baumaterialien. Ich denke mal, da haben wir genug. Blauen haben wir zum Aufwerten. Auf 7400. Du nimmst es vom Lebendigen. So, Bücher. Watch ahead. Die verdienen wir uns. Dann gib mir mal eine Aufgabe. Abholen, Befallene beseitigt. Abholen. Warum muss denn das so weit weg sein? Ja. Machen die schon so keinen Krawall da draußen? Die reparieren wir schon mal vorsichtshalber. Ach, genau, ein Stein. So. Da lang. Mal sehen, was uns erwartet. Außer eine ganze Menge Radfahren. Ist ja doch schon wieder ein Stück draußen. Mal schauen, vielleicht schaffen wir ja zwei Missionen wenigstens. Was sind da draußen? Ein Haus? Oh Gott. War aber jetzt. Na gut, nehmen wir das. Also vorher looten tue ich nichts. Ich gucke mich nur mal vorher um. Na dann, was soll schon passieren, oder? Geht ja nur um die Vorräte. Das erste haben wir schon mal. Was könntest du Schönes haben? Oh. Schon haben wir den nächsten Punkt. Da ist nicht. Ah, ein bisschen Klowasser. Kann man schon mal mitnehmen. Hallo? Da ist keiner, nicht, dass wir dran hängen bleiben. Verdächtig ruhig hier. Das bedeutet, dass sie dann alle auf einem Haufen stehen. Bisschen Medizin benutzen wir. Sammelwerkzeuge natürlich auch.
Alles verschlossen. Ach, dort seid ihr. Alles. Burn, Baby, burn. Was zu lesen ist immer gut. Die Ente. Wow. Schon wieder Durst. Achso, vor uns erst was sie kriegt. Komm. Messer und Klingen ist okay. Tödliche Kombi, schnell aufeinander folgen, treffen mit Sperren. So oft nutzen wir sie nicht. Fertigung von Schrotflinten. Naja, machen wir trotzdem. Wir nehmen es trotzdem mal mit. Wir sagen höflich Danke und gehen. So, das können wir auch zerlegen. Ja. Hallo? Aber von wo denn? Ah. Da wollte der Erste sein. Schrank ist leer. Gut. Gucken wir mal. Schmutzwasser nehmen wir mit. Kaffee wäre mir lieber gewesen. Kochbuch. Oh. Nee. Wir kaufen nichts. Wir müssen sparen. Dann kochen wir uns noch was. Na gut, dann hätte ich den gleich. Ja. Hier haben wir alles. Will jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Da was vergessen kann man jederzeit, aber. Was? Ist das so gedacht? Naja. Ich finde nach wie vor, dass man echt irgendwie zu viele Bücher findet. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Kann man ja schließlich alles gebrauchen. Aber es sind doch verdammt viele. Da ist keiner. Der hat jetzt Kopfschmerzen. War so ein Stück Honig oder sowas? Music. Das ist ja auch. Halt! Ich kann doch nicht einfach eine Kaffeemaschine vorbeirennen. Verschlossen. Da ist offen. Ach, hier war der Gutste versteckt. Ja, dann würde ich sagen, gibt's hier unsere Vorräte. Du hast mich wehgetan. Oh, mit dem Bogen. Das trifft sich ja gut. Was zu lesen. Und noch mehr zu lesen. So, Mission geschafft. Wir haben unsere Vorräte.
Jetzt können wir Gemüseeintopf machen. Das klingt ja schon mal super. Da haben wir wenigstens ein bisschen Energie. Und du darfst das bekommen. So, legen wir hier mal gleich ein bisschen Platz. Ah, noch jemand hier? Luftweg gesichert. Okay. Das war's. Das war's dann lange nicht, oder? Das würde mich doch arg verwundern. Wir beschreien es mal nicht. Das ist natürlich auch gut. Kann man vielleicht irgendwann mal in naher Zukunft oder so. Hallo? Ah, so ist der Plan. Seht ihr von euch das Vögelchen? Ja. Da. Also nicht noch ein zweites Vögelchen. Ich dachte, hier wäre noch ein zweiter Vogel gewesen. Da geht's auch noch weiter. So, dich müssen wir leider mitnehmen. Wir brauchen dich für unsere Beete. Das Messer braucht aber lange. Na dann, guck mal hier. Ja, also ich kann mit dem Messer. Geht schon mal. Würde ich sagen, wir reparieren noch mal. Vorsichtshalber. Hallo? Da ist zu. War dann aber in der Decke, in der Wand versteckt.
Werden wir sehen. Tja. Dazu, ihr Scanner. Ach, Bücher. Lernen, wir sind doch so wissbegierig. Ja. Oh, wenn ich hier drauf drücke, dann knallt es doch, oder? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Scheint mir nach wie vor. Nein! Ach man! Etwas in der blöden Pillepalle-Mission. Etwas in der blöden Mission verstorben. Das kann doch nicht sein. Ist ja schon fast lächerlich. Tja, nun bin ich schneller gestorben, als mir lieb ist. Vor allem wegen so einem Blödsinn, weil ich da irgendwo hängen geblieben bin. Ja, aber so schnell geht's. Wegen dir. Du hast ihn jetzt noch hier. Noch so einer. Da ist er auch wieder weg. Jetzt sterbe ich noch ein zweites Mal. Das ist einfach nicht ganz glatt hier, oder was? Tür zu. Was ist denn mit der... Hab ja noch nicht mal einen Rucksack. Was ist denn mit der Ausdauer los auf immer? Aha. Hat doch bis jetzt ganz gut geklappt mit der Ausdauer. Aber so schnell lässt man sich veräppeln, weil ich habe nur noch den Grünen gesehen und dachte, ups, im Verseuchter. Aber so niedrig in der Game Stage kann ja noch gar kein Verseuchter sein. Ja, und Pistole und nicht geladen und alles. Ach, das ist wieder. Naja. Spielstand löschen, nochmal neu anfangen. Nein, bestimmt nicht. Das passiert halt jetzt einfach mal. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern und dann ist es so. Komm, den verlegen wir. Die gibt bestimmt ein bisschen Geld. Wir werden sowieso gleich die Taschen voll haben. Ah, nicht kaputt machen. So bin ich wenigstens vor der Horde mal gestorben. Das weiß ich wenigstens, wie sich das anfühlt. Strahlungsqualität 3, das ist ja gut. Die Frage ist nur,
Das war Antibiotika, habe ich eh noch nicht gelernt. Also können die weg. Nehmen wir das mit. Okay. Aber alles? Ja. So, na gut. Zum Glück habe ich wenigstens vorher meine Kiste schon gehabt. Sonst hätte ich jetzt eine Mission auf dem Zettel stehen, die nicht abgeschlossen ist. Ja, Sand brauchen wir nicht. Gucken wir mal rum. Ist hier noch irgendwas? Fetzen. Ich bin schon viel zu schwer. Dumm ist, Honig habe ich kein Einstecken. Gut, schnell müssen wir halt langsamer machen. Ja, ganz dringend was gegen die Überladung tun. Survival Games, in denen ich überladen bin, kann ich nicht ab. Ja, Chen, tut mir leid. Wir sind leider etwas lediert. Aber vielleicht ist sie ja lieb mit uns und heilt uns. Hat ja gesagt, sie ist Dr. Chen. Ach, guck mal hier. Ob es hier Honig gibt? Bisschen Geld in der Kasse. Mal gucken. Man wird doch mal irgendwas hier reinpacken können, was wir sowieso aufheben. Die können mit weg. Das sammeln wir. Die kriegt keiner und die kriegt keiner. So viele Pfeile braucht auch kein Mensch. Nägel behalten wir sowieso. Robotikteile erst recht. Und ja, was behalten wir noch? Die Steine könnte ich rausschmeißen, aber nee. Wenn ich mich dann mal wieder reparieren will, habe ich dann wieder einen Zonk. Gut. Ja, Medizin. Einmal Honig bitte. Nee, nur Kopfschmerztabletten. Ist hier aber komischerweise nie irgendwas Gescheites drin ist. Ja. Steinchen noch. Hallo? Ist denn noch was? Nö. Hallo, ab zu Chen abgeben. Schon wieder viel zu spät. Die Zeit rinnt uns durch die Finger. Oder in dem Fall mir. Ich habe bis jetzt immer noch keine Idee, wo wir uns was aufbauen könnten. Guten Tag. Bum, 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 badum, bum, badum, badum. Jetzt, Chen, ich bin zurück, hab eine Verletzung, hab aber, musst du pusten. Mach mal. Well, aren't you a sight for sore? Amazing! I hope you like your reward. Ah ja, Baseballschläger. Oder das Paket und drauf irgendwie Zeitschriften. Yeah, yeah, yeah. Ich entscheide mich dafür. Guck mal, ich habe noch was für dich da. Und das darfst du auch haben. Und noch irgendwas? Ja. Die darfst du haben. Den Rest behalte ich auch da.
Den Rest behalte ich mal lieber. Thanks for the business. Ja, ich bin. Oder warte mal, habe ich das Geld einstecken? Naja. Du hattest doch was für mich gehabt. Das war's nicht. Das war's nicht. Wenn ich jetzt mal wüsste, was das war. Eine Eisenschaufel, die wäre echt klasse zum Buddeln. Hab ich immer noch vergessen. Ich gehe nochmal, ich komme gleich wieder. Nein. Diese wollte ich haben. Da. Thanks for letting me take care of you. And tell so. Your friends. So. Als nur Nacht Befallene abholen. I always admired a hard worker. Ah, you scared of a little. You looking to earn some dukes? I got jobs for someone like you. Ach, das ist so weit draußen. I'm just a broker for these jobs, you know? Abholen. Komm, nimm mal das. Ich will gar nicht so weit rausfahren. Weil ich muss ja noch schauen, wo wir eventuell unser Plätzchen finden. Ich sollte mir langsam mal angewöhnen, jetzt zu merken, durch welches Tor ich reingehe. Ja, du musst jetzt leiden. Noch so einer. Ihr seid dran schuld. So. Verändern. Nehmen wir das raus. Dieses und jeniges. Und nehmt den. Ah. Der. Das. Eine Motivation, die Chance öfter zu betäuben und zu verlangsamen. Da muss ich jetzt mal mal gucken. Was? Da muss ich mal schauen, wie sich das jetzt im Handling macht. Bei nachts ist es dunkler als draußen. Ja, nachts ist ja. Oh Gott. Ich dachte, wir hätten schon alles da, aber guck mal da, Antibiotikum. Kein Honig. Dann nehme ich jetzt das. Na los. Wo könnte man denn mal? Wo wäre denn ein schönes Gebäude, was man nutzen kann, ohne dass man es erst großmächtig umbauen muss? Am besten freies Gelände. Komm, wir gucken mal hier hinten. Was nicht ganz so zugewuchert ist. Zumindest für das erste Mal. Muss ja jetzt nicht die ewige Lösung sein. Am besten irgendwas mit Rolltor, weil die haben ja 30.000 Gesundheitspunkte. Ja, so eine Farm ist mir ein bisschen zu holzig. Hier hätten wir wenigstens Beleuchtung nachts. Und könnten von oben runterschießen. Oh nee, das ist unpraktisch.
Das Haus nicht, hier auch nicht. Ja, wir haben uns wohl doch was selber bauen müssen. Was Passendes. Ja, eigentlich der Turm wäre für den Anfang gar nicht voll verkehrt. Eigentlich. Den hatte ich ja schon ins Auge gefasst, wo wir zu Besuch waren. Weil der ist recht stabil. Der ist auch hoch. Ja. Der ist auch hoch und die Taschen sind voll. Komm, das packen wir mal weg. Notfalls gibt das einfach nur Geld. Wir können ja mal gucken. 5000. Ja. Gucken. Da klettern die zumindest nicht hoch, oder? Na bitte. Ja. Die noch weg, dann zum Hochkrabbeln muss ich ja hier nicht. Na komm. Aue. So, dann hacken wir das hier weg, machen das hier zu, beziehungsweise so ein Gitter davor, dass ich von außen einfach rausklopfen kann. Dann hoffe ich mal. Dass wir die Zimbos überreden können, den Eingang zu nutzen. Geh weg. So, und hier bauen wir uns eine Leiter nach oben. Wisst ihr was? Dann ist das die nächste Aufgabe. Hab ich schon ein Fahrrad gelassen? Ach, da. Ich würde sagen, mir gefällt das. Da. Markiere ich mir am besten gleich. Ja. Gut, dann ab nach Hause Taschen auspacken. Und dann kommen wir gleich wieder. Ist vorhin auch nicht so weit weg. Und wir haben ja auch noch ein bisschen. Was? Natürlich in die falsche Richtung gefahren. Na komm, fahren hier durch. Was soll uns schon passieren? Ich glaube, es... Was? Hier wollen wir hin. Und wo ist unsere Hütte? Da. Gott, tausendmal verfahren. 3 Meter Straße. Naja. Das soll schon mal vorkommen. Na,
So, dann packen wir hier mal aus. Essen und Trinken auch. Zack. Medizin. Chemie. Werkzeuge. Komm, wir packen mal den Dietrich hier raus. Und hier muss ich halt sehen, ob ich den dann immer mal wechsle. Wenn sie es gar nicht machen lässt, hier ist noch ein böses Schießgewehr. Den heben wir mal auf, falls wir für irgendwas brauchen. Ja. Zeugs. Das zum Thema sortiert haben wir hier. Nee, wo war es denn? Werkzeuge? Ja. Also, das kommt mit bei Werkzeuge rein. Dort würde ich es eher vermuten. So. Waffen und Munition. Ich habe noch ein bisschen Muni einstecken. Und hier noch irgendwas für? Nee. Zeugs. Da. Oh, wir haben nochmal Aloe-Samen. Kann ich vielleicht noch einmal eingraben? So. Essen. Essen. Es wäre noch schön zu wissen, wo habe ich die Federn reingetan? Die alle verbraucht? Möglich ist das. So, Holz zum Bauen. Blei kann hier rein. Zack. So, den Verband. Nein, noch habe ich ihn. Schießpulver. Essen, trinken, so. Ja, einen Kleiderschrank habe ich noch nicht. Na dann. Haben wir ja gesehen, dass es nur nachts kalt wird. Wie weit sind wir denn bis zur Werkbank? Würde ich sagen, dann bauen wir uns mal schnell noch eine Werkbank, oder? Unsere erste, 25 geschmiedetes Eisen. Haben da vorhin sowas angesetzt, oder? 24. Besser als nichts. So. Einmal geschmiedetes Eisen. So, wir brauchen 20 mechanisch, ne? Jetzt wird's lustig. Haben wir. So, 20 mechanische, 5-mal Klebeband. Dann Glück habe ich vor uns genug hergestellt. Und 100 Nägel. Ja, Nägel haben wir nicht ganz so viele. Ich bin nur 9 Stück. Hier bricht das mal ab. Ich brauche Nägel. Sind wir doch auf dem nächsten Schritt zur Technologie, oder? Rechts, links, Mitte, abbauen wir daneben. Werkbank. Gut. 7 Minuten. Gut, in der Zeit gucken wir nach dem Wasser. Riesenanwesen. Oh. Hätte ich vielleicht noch einen Samen mehr nehmen sollen? Was ist denn hier los? Hat sich hier etwa jemand wieder durchgegraben? Okay, wir brauchen sowieso welche. Wir brauchen sowieso welche zum Bauen. Ah, na gut. Aber trotz all dem rennt hier immer mal einer durch, auch wenn ich nicht da bin. Und es ist natürlich klare Nacht. Vielleicht die Mission noch machen sollen.
So, hier ist erstmal fest. Gut, dann schnappen wir uns ein bisschen Cobblestone. Yep. Baustoffe. Ja, wir können sie erstmal haben. Und wir haben sogar ein bisschen Beton. So, ein bisschen Eisen. Eisenklappe. Die Frage ist, kann ich die draußen dran machen oder nicht? Muss ich die draußen dran machen? Das überlegen wir uns noch, wenn wir gebaut haben. Ich schaue jetzt also der Bergbank. Immer noch 4 Minuten. Hat man hier noch was drin? Nee. Na gut, dann warte ich kurz und dann machen wir kurz einen Schnitt. Müssen ja nun nicht umsonst warten, oder? Und seht ihr, so schnell geht das und schon haben wir unsere Werkbank. Da würde ich sagen, komm, es ist schon wieder spät am Tag. So. Prima. Nützt ja nur nichts. Dann machen wir heute hier Schluss und ich baue noch eine Runde. Jetzt im Dunkeln, man sieht eh nicht viel. Und dann nehme ich euch morgen wieder mit dazu, morgen früh, und dann schauen wir mal gemeinsam, wo wir unsere Horde machen werden. Ist ein Plan, oder? Also dann, bis dahin, tschüss Sikowski und bye bye.